Eine Feuerbrunst im Regenwald Indonesiens. Immer wieder brennt es genau dort, wo später Palmölplantagen entstehen. Rauchschwaden ziehen über das Land. Wir haben Satellitenbilder, Branddaten und Konzessionsgebiete der Palmölindustrie verglichen. Daraus ergeben sich Hinweise, wie die Palmölindustrie ihre Plantagen vergrößert, auf Kosten der Natur. Indonesien ist das Land mit der drittgrößten Regenwaldfläche. Doch diese schrumpft Jahr für Jahr. Satellitenmessungen der University of Maryland zeigen, wie sich der Wald in Indonesien seit 2001 entwickelt hat. Auf den rot eingefärbten Flächen ist der Wald zurückgegangen. Gut sichtbar, der massive Rückgang auf der Insel Borneo. Doch was passiert dort genau? Diese Aufnahme entstand im Südosten Borneos, zu einer besonders trockenen Zeit in Indonesien. Doch erklärt das die vielen Brände? Mehrere Wissenschaftler haben uns bestätigt, dass in den Tropen keine natürlichen Feuer vorkommen. Waldbrände sind, fast immer, menschengemacht. Und Feuer ist die einfachste und günstigste Möglichkeit, um Wald zu roden, um später dort Palmöl anzupflanzen. Um genau zu verstehen, was hier passiert ist, gehen wir zurück zu Satellitenaufnahmen von 1984. Die Insel Borneo ist damals noch weitgehend von Wald bedeckt. Vereinzelt sind schon Felder zu erkennen. Das Land bleibt so bis Anfang der 90er Jahre. Dann geht es plötzlich schnell. Innerhalb von 20 Jahren entstehen zahlreiche Palmölplantagen. Der Palmölboom wird auch auf dieser Statistik sichtbar. Ab den 90er Jahren exportiert Indonesien kontinuierlich mehr und mehr Palmöl bis heute. Palmöl ist neben Kohle das zweitwichtigste Exportgut des Landes. Indonesien produziert heute mit Abstand das meiste Palmöl weltweit und exportiert dieses vor allem nach Indien und China. Der wirtschaftliche Erfolg geht jedoch zulasten der Natur. Um den Palmölanbau nachhaltiger zu machen, wurde 2004 das Label Roundtable on Sustainable Palm Oil, kurz RSPO, gegründet. Plantagen dieses Labels müssen Kriterien erfüllen, welche Mensch und Umwelt schützen. Es darf kein Primärregenwald abgeholzt werden und neue Plantagen auf Torfmooren sind verboten. Und Brandrodung ist strikt untersagt. Auch auf diesem Satellitenbild befinden sich Plantagen, welche zum RSPO-Nachhaltigkeitsprogramm gehören. Sie sind zum Teil zertifiziert oder befinden sich im Aufnahmeprozess. Auffällig auf dem Satellitenbild ist der grüne große Wald in der Mitte des Bildes. Es handelt sich dabei um den Gunung Palung Nationalpark. Ein wichtiger Lebensraum für viele Tiere. Hier leben etwa die vom Aussterben bedrohten Orang-Utans. Auf diesem Satellitenbild sichtbar? Das Feuer greift von den Plantagen auch auf den Nationalpark über. Im Park sind bereits abgebrannte Flächen zu sehen. Um ein Ausmaß der Feuer besser zu verstehen, haben wir hier die Feuer-Hotspots hinzugefügt, welche NASA-Satelliten im Jahr 2019 für diesen Bereich erkannt haben. Hier wird deutlich, dass die Feuer, welche den Nationalpark bedrohen, zumindest zum Teil auch von Plantagen aus dem RSPO-Programm ausgehen. Palmölproduzenten, welche die Standards nicht einhalten, droht der Ausschluss aus dem Nachhaltigkeitslabel. Eine Studie kommt zum Schluss, dass RSPO einen besseren Schutz gegen Brandrodung bietet. Doch bis heute kann auch das Label Brandrodung auf zertifizierten Feldern nicht ganz verhindern. Wer für die einzelnen Feuer verantwortlich ist, das bleibt in vielen Fällen ungeklärt. Die Bekämpfung wird erschwert, da die Daten oft lückenhaft sind. Plantagenflächen, Naturreservate und Torfmoore sind nicht genau erfasst, das haben uns mehrere Experten bestätigt. Bei der Bekämpfung von Brandrodung ist man vor allem auf Satellitendaten angewiesen. Denn die Anbauflächen sind riesig. Die Auswertung zeigt, Brandrodung für Palmöl existiert in Indonesien nach wie vor. Sie bedroht die wichtigen verbleibenden Ökosysteme. Nachhaltigkeitslabel wie RSPO können helfen, die Zerstörung der Natur zu bremsen. Doch auch auf solchen Plantagen sind Brände Tatsache.